Oh, ich bin ja schon auf Sendung. Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu Trends Ocean. Und noch der Ports of Call oder nur der Ports of Call. Ja, 26.04.2015. Wir liegen in Felixdove. Und gehen mal zum Hafen und schauen uns mal die Auftragsliste an. Kostet eine Kraft aber nicht. Nicht gerade günstig. Ist bei 63%. Ist hier irgendwas Schönes? Medikamente. Ah. Ich weiß ja nicht, wenn wir mal so fahren, hat man 2,5 Millionen im Sack. Was kann denn da passieren? Er setzt uns 8 Tage fest oder so, ne? Und dann. Ah, nee. Nee. Lieber nicht. Da bist du die Lizenz, aber die Kühlung nicht. Toll. Ja, hier macht es mir auch echt schwer. Hier, guck mal. Aber wir können auch Folgendes machen. Wir nehmen die Türkei. Okay. Und nein, nicht die Medikamente. Port Said. Da war jetzt kein Limit drauf. Also fahren wir zuerst dann die Türkei an. Kraftstoff, denke ich mal, wird ja günstiger sein. Und deswegen würde ich jetzt nicht tanken. Oh. Ich meine, hätten wir fast 2 Millionen im Sack. Gut, abzüglich der Kosten, ich weiß. Wir legen ab. Automatisch. Denn wozu sonst bekommen wir die Prozente? Zwischenstopp. Nee, machen wir nicht. Und hier in der Ecke war nicht oft Pech, ne? Da bin ich mal gespannt. So, wir legen ab. Ist es wahr? Also, mich würde echt brennend interessieren, wenn da draußen irgendein Zuschauer ist, der dieses Spiel auch spielt, ja? Habt ihr das auch so oft wie ich, wie mit der Ports of Call hier? Ist doch schon langsam spooky, oder? Na, wir fahren drumherum, sonst ist das Ding Schrott. Mist. Neue Schiffe. 8 Millionen. Ja, aber auch nur 270. Toll. Das wäre mir zu wenig jetzt. Das wäre schon eher interessant, aber... Der Preis, YouTube. Also müssen wir ankommen. Ein bisschen Gas. Sollte wirklich nichts mehr passieren, wollte ich gerade sagen. Ich weiß es gar nicht, warum müssen wir denn nicht da sein? Achso, 14 Tage. So langsam wird's eng, oder? Warte mal, kurz mal anhalten. Sieben Tage. Das passt ja. Jetzt haben wir noch nicht so viele Kraftstoffreserven, das rächt sich jetzt, aber ich. Würde gerne noch einen Tag rausholen. Moment. Zeigt jetzt nichts an, weil das nicht läuft wahrscheinlich, ne? 5 Tage, okay.
Das war ja wieder was, ne? Wenn du einen knappen Terminauftrag hast, dann musst du ja durchfahren. Da musst du echt das so in Kauf nehmen, dass dein Schiff hops geht. Okay, wir legen an mit Schlepper. Ui. Weniger Liegegebühren. Toll. Hier werden mehr Medikamente angeboten. Ja, super. Wir brauchen eine Kühlung. Zum Hafen. Okay, wir wollen nach Port Said. Haben sie nichts. Was kostet der Kraftstoff? Ja, das war ja ein Griff ins Klo, ne? Mist. Tanken gleich nur das Nötigste. 1 Million für Textilgüter. Noch irgendwas Nettes? Nee. $600,000. Valencia wäre jetzt auch interessant, ne? Das wäre 1 Million. Das schaffen wir nicht, oder? Das ist denn überhaupt... Ne, wird doch gar nicht passen. Wir nehmen die Million hier mit. In der Jeans-Manufaktur. Ich kann mal gucken. Ja, das Problem ist, dass wir noch was geladen haben. Ne? Da ist es einfach das Problem. Und hier liegt jetzt auch keine Zeit drauf. Dann nehmen wir die mal mit. Schippern dann damit rüber. Ja, klar, es ist ein Risiko in dem Sinne. Könnte auch so in der Nähe was bekommen, aber das wäre dann halt Pech. So, was brauchen wir denn an Kraftstoff? $99,000. Könnte ich auch nach Preisen gucken, aber ich bin gerade zu faul. Natürlich ein bisschen mehr mit. Wer weiß, was da noch kommt. So. Wir legen ab. Wir müssten auch so langsam echt reparieren. Wir könnten dann halt schauen, wenn wir in Port Said sind, dann denke ich mal, wenn wir da reparieren und langsam eine Fahrt. Ja, so machen wir das. Ja, das Spiel macht mir immer noch sehr viel Spaß und Port of Call ist bereit zum Anlegen. Dann machen wir das doch. Sehr schön. 759.000 Gewinn. So, bevor wir jetzt reparieren, was ist das, Kraftstoff? Ja, tanken voll. Jetzt mal die Auftragsliste an und dann entscheide ich, ob wir es reparieren. Auch nicht schlecht hier.
gerne was in einem Hafen. Ah, guck mal hier. Ist das geil? Kein Limit. Und dann sind wir auch ziemlich... ziemlich voll, also ich habe jetzt hier keinen Auftrag mehr, den wir noch annehmen könnten. So, wir haben auch kein Limit. Das heißt, ich würde jetzt echt gerne reparieren, weil 61, da geht unser Ruf wieder flöten, ne, den wir uns echt schwer erarbeitet haben. Und von daher würde ich mal sagen, vielleicht gibt es noch einen kleinen Auftrag, den wir noch mitnehmen können. Wir gehen mal auf 65. So, da bin ich wieder. Gab eine kleine Störung. Ich hoffe, ihr kriegt nichts davon mit. Ich versuche mal. Meine Schneidkünste sind weltberüchtigt, YouTube. So, also. Ein bisschen laden und reparieren. Mal die Auftragsliste. Nichts Passendes. Noch ein Tag. So, Pots of Call ist repariert. Aufträge wird nichts sein, denke ich mal. Irgendwas Kleines gibt es dann doch nicht mehr. Und vollgetankt haben wir auch. Und wir legen ab. Echt eine ganz schöne Strecke, ne? Aber schaffen wir locker. Will ich schon mal ein bisschen schneller fahren. Boah, hier 60 Tage. Ja, das sind 33 Tage. Das macht auf diese Strecke macht echt viel aus, ne? Achso, wenn ich ganz langsam fahre, okay. Nee, so 33 Tage ist, denke ich mal, in Ordnung. Also sagt jetzt hier Ankunft in Felixstowe in 26 Tagen, aber noch 10 Mal Riff durchqueren, dann kommt das schon hin mit den 33 Tagen. Okay, wir legen ab. Könnten wir nochmal schauen, da waren ja vorhin neue Schiffe. 12,8 Millionen 480 Toy. Ganz schön teuer, ne? Die eine hatte wesentlich, hatte über 1000 vorhin, ne? Na gut, jetzt 100%. Aber sowas würde ich jetzt nicht kaufen. Dann, da warten wir ja. Oder? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Bin echt noch am Hadern, ob man. Der Fluch der Ports of Call schlägt wieder zu. Wollen wir mal durchfahren? Das wird zu teuer, ne? Na, stimmt. Vor allen Dingen, da wir jetzt keinen Zeitstress haben, lasse ich das mal. Irgendwann fahren wir mal durch. Ich möchte mal wissen, was dabei rauskommt, aber. Na, ist der Ruf auch noch gesunken? Verdammt. Ich will mich freikaufen. Okay. Letztens konnte ich hier noch aufrufen, die Dinger, die durchgelaufen sind. Jetzt geht das gerade nicht. Schade. Und schon wieder 2 Millionen weg. Auch irgendwie doof, dass man sich erst so spät freikaufen kann, ne? Wenn ich ein Tycoon bin. Das ist doch... weiß nicht. Da schöpft die ganz schön was ab. Okay, wir legen ab. An. Ach, die ist mal so sympathisch. Naja, immerhin 1,4 Millionen plus gemacht. Kraftstoff
700. Was gibt's denn hier? Reykjavik. Ach, schon mehr Medikamente. Ich weiß es noch nicht, wenn man jetzt die kleineren, also eine kleinere Feder noch nimmt, ob man da dann ein Kühlsystem reinkriegt. Das ist irgendwie die andere Frage, ne? Wahrscheinlich auch nicht gehen. 890.000. Nicht schlecht, nicht schlecht. 836. Ist auch um die Ecke, da ist kein Zeitlimit drauf. Also eigentlich würde ich fast sagen, sieht das interessanter aus. Klar lockt die Heimat, aber 801,4. Nur 14 Tage. Na, wir müssten hier schon ein bisschen Gas machen. Ja, wir sollten uns doch mal zu Hause blicken lassen, oder? Andererseits, wenn ich jetzt... Wir spielen nochmal durch, ne? Wenn ich jetzt die Erze hier mitnehme, dann sind wir auch ausgelastet. -160. Oh. Minus Kraftstoff. Da wird noch ein bisschen was überbleiben. Vorher auch, das wäre 1 Million. Aber dann könnten wir auch nichts weiteres mehr mitnehmen. Aber nur 8 Tage entfernt. Bei der Geschwindigkeit jetzt, ne? Das Problem ist halt auch da oben, da kriegen wir wieder keine vernünftigen Aufträge, habe ich so. Egal, wir machen das. So, Lissabon, was brauchen wir an Kraftstoff? Uns fehlen 142 Tonnen. Müssen wir wieder ein bisschen mehr nehmen, was wir aus... Warte mal, nee. Quatsch. Ja, die Geschwindigkeit. Ja, sollten wir schon beibehalten, weil das Holz soll in 10 Tagen da sein. So, mal noch ein bisschen Reserve. Muss man ja leider mit einkalkulieren. Okay, wir legen ab. Auf nach Lissabon. Na, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mit den 8 Tagen, aber... Okay, komm. Es passiert schon nichts.
Kann ja nicht bei jeder Fahrt jetzt was passieren, ne? Du musst ja das Ding bald im Hafen lassen, wenn das wirklich so ist. Nein, wir sind angekommen. So, 900.000 Gewinn. Unser Ruf ist gestiegen. Und wir haben Glück mit Treibstoff, wenn ich es gerade richtig gelesen habe. Super. So, 64% haben wir noch, das ist okay. Na, das ist ja jetzt hier überschaubar, ne? Boah, ist so weit wieder alles, ey. Wir könnten natürlich auch sagen, okay, wir fahren erst alles mit. Und bringen vorher die Textilgüter zum Tage. Ja, nicht so toll, aber wir machen auf jeden Fall noch Gewinn. Und wir legen ab. Also auf nach Dublin erstmal. Ich überlege gerade wegen der Geschwindigkeit. Dublin haben wir jetzt 10 Tage, wir kommen in 7 an, müssen wir schon machen. Ah. Wegen Sturm und so. Ich weiß nicht, beim anderen Schiff hätte ich jetzt nicht so viel Sorge. Neue Schiffe im Angebot. Die Aufträge kommen ja noch nicht. Okay, der ist schon da. 16,4 Millionen. Schönes Ding, ne? Gefällt mir optisch. Boah, was sind doch wieder Preise? Das ist auch dann schwierig, ne? 3 Millionen mehr und dann hast du gleich hier 1440 Toy, aber 76%. Na gut, müssen wir eh noch keinen Kopf machen, weil kein Geld. So, 342.000. Und jetzt wäre schön, wenn der Kraftstoff billig ist. Nee, ist er nicht. Bah, das habe ich jetzt anders geplant. Mist, es geht ja völlig in die verkehrte Richtung. Das ist natürlich hier ein super Angebot, ne? Schleppen wir das jetzt mit? Nee, das macht dann auch keinen Sinn. Kriegen wir jetzt irgendwas nach Hamburg oder so? Das ist dann auch blöd. Nee, aber nicht. Wir wollen nach Stockholm. So, und ich hoffe mal, es passiert nichts. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sehr schön. 548.000. Boah, ist okay. Nicht der dicke Deal, aber mit den Medikamenten, ey, was wir da schon verdient hätten. Petersburg. Petersburg, muss man ja sagen, ne? Dublin. Das sieht doch ganz verlockend aus. Und was wir da sehen, YouTube, das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn wir mit der Ports of Call unterwegs sind. Stand jetzt 11,3 Millionen und ja, es geht halt voran. Wir mal gucken. Vielleicht kaufe ich auch so ein Schiff mal für 8 Millionen, weil mit 2 Schiffen unterwegs, auch wenn es dann ein kleineres ist, kommt dann doch wesentlich mehr rum, als wenn wir jetzt dann ewig warten, bis wir uns da einen großen Pot leisten können. Ich denke mal, zur Not könnte man das dann immer noch verkaufen, das zweite. Die Pots of Call, die wollte ich ja nicht behalten.
Ja, erstes Schiff, ne? Naja, bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.